Mo, womit rechnest du denn? Schwer zu sagen. Also ich kann sie halt wirklich null einschätzen, wenn sie alleine ist. Deshalb bin ich auch sehr, sehr aufgeregt, weil ich weiß wirklich gar nicht, was auf mich zukommt. Hast du Angst? Was Angst angeht, nicht. Also es ist halt nur so, ich weiß nicht, ob sie jetzt sieht, dass ich da jemanden kenne von den Verführerinnen. Und ich glaube, das wird sie halt ein bisschen stören. Mo, du wirst heute keine eigenen Bilder von Vivian sehen. Habe ich gewusst, ja, aber ne, ich habe mir jetzt schon mehr erhofft. Muss ich halt eben warten. Ne? Vivian. Ja? Wie geht's dir? Ah, es ist ganz schwer, meine Gefühle gerade zu beschreiben. Es ist schon ein komisches Gefühl, einfach zu wissen, dass jetzt eine Verführerin dort drin ist, die Mo kennt. Ja, ich hoffe halt einfach, dass er weiß, was er tut. Dass er nicht so viel Alkohol trinkt, dass er am Ende nicht mehr weiß, was er macht. Und ja. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu den Bildern sagst. Wir haben uns jetzt wie lange nicht gesehen? Ehrlich oder lügen? Ehrlich? Ehrlich, Dezember oder so? Kodex, ne? Hi. Sondern? Ob ich das jetzt aussprechen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Also mein Problem ist es ja dann nicht, aber... Dezember. Aber nein. Du weißt es ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Im Kodex ja, aber danach auch noch, persönlich. Zu zweit. Hä? Wir? Ja. Okay. Aber cool, dass wir uns jetzt wiedersehen. Ja, finde ich auch. Also, dass sie sich jetzt irgendwie getroffen haben oder hinter meinem Rücken oder sich, ja. Das glaube ich einfach nicht. Vivian. Ja? Es gibt noch weitere Bilder. Oh Gott. Ich bin richtig am Arsch, Leute. Du mit ihr? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, krass. Wir wollten damals halt okay. So Richtung Beziehung. Aber das hat halt Scheiß auf. Direkt so. Vor 2, 3 Jahren sind wir fast zusammengekommen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und er hatte jetzt die Freundin. Warum hat das bei euch eigentlich gar nicht geklappt? Die richtige Person zum falschen Zeitpunkt. Ja. Wie schätzt denn uns, also was sagst du so? Ob die Versuchung widerstehen? Fangen wir bei mir an. Also bei dir würde ich sagen, Frage. Kann, aber muss nicht. Vollkommen recht. Du kennst mich halt. Ja. Ja, voll heftig. So, meine gute Seite, schlechte Seite. Ich dich auch. Ich weiß. Lustig. Wieso lacht sie denn die ganze Zeit? Was ist daran denn so lustig, Alter? Mal gucken, was die Zeit noch mit sich bringt, ne? Was zwischen uns passiert. Und ja. Ja, ich bin schockiert. Also ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass die beiden fast eine Beziehung geführt haben.
That's fine by me. So wake me up when it's all over. Ich wusste, dass es so eine kleine Affäre war, aber für mich ist eine kleine Affäre, weiß ich nicht. Ich treffe mich mit einer Person vielleicht 2, 3, 4 Mal, hab dann was mit der und das war's. Ja, anscheinend tun sie sich ja schon ganz schön gut kennen. Und ich finde auch krass, wie offen er ihr gegenüber ist. Und dass er halt auch irgendwie nicht so, oh, ich kann das, ich muss auch was anfangen zu heulen, ich kann das gar nicht beschreiben. Vivi, Vivi, hey, die sprechen nur. Vielleicht interpretiert sie das auch nur so, dass ja, sie fast zusammen. Und er hat ja jetzt nur nicht ja, so gesprochen. Ja, aber er spricht gesprochen. Ja nicht dagegen. Ja, aber das ja, hat, aber das hat noch nichts zu heißen. Klär das doch danach auf. Ja. Da haben sich unsere Singles aber wieder sowas von ins Zeug gelegt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, schaut sie euch jetzt an auf RTL Plus. Und weitere Playlisten zum Updancen, nur von uns von Temptation Island für euch, gibt's hier.